So, meine Damen und Herren, heute geht es weiter in der multivariaten Statistik. Und wie Sie an dem Programmslide hier sehen, sind wir eigentlich schon ganz schön weit vorangekommen in dem, was wir machen wollen. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass diese letzten Themen natürlich es ganz schön in sich haben. Wir betrachten heute die sogenannten hierarchischen linearen Modelle, die man manchmal auch einfach Mixed Models nennt, Linear Mixed Models, LMMs, verschiedene Namen für letztlich dasselbe werden Ihnen da draußen begegnen. Das Problem, mit dem wir uns heute beschaffen wollen, fängt zunächst an als ein ganz handelsübliches Problem der linearen Regression. Wir könnten eine Situation haben, die vielleicht so aussieht. Arbeitszufriedenheit als eine im weitesten Sinne metrische Variable konzipiert, wird regressiert auf Verantwortung. Wir erhalten hier, wie Sie sicher unschwer sehen können, eine negative Korrelation. Ja? Was heißt, es macht das Sinn? Je mehr Verantwortung ich habe, umso unzufriedener bin ich. Ganz passt es nicht zu dem, was wir uns vorstellen würden. Ganz passt es auch nicht, was wir so zu Handlungsspielraum, was ja eigentlich das gleiche ist wie Verantwortung, in vorigen Vorlesungen als Beispiel schon mal hatten. Ist ein bisschen merkwürdig. Was ist hier los? Was könnte hier los sein? Die Beobachtung, die der einen Wissenschaftlerin tatsächlich vielleicht einfach entgeht, die dem anderen aber auffällt, ist, dass wir es hier in diesem Fall mit drei verschiedenen Unternehmen zu tun haben. Also alles, was jetzt hier passiert ist auf diesem Slide, ist, dass die Punktwolke nicht mehr eine Farbe hat, sondern in drei verschiedene Farben unterteilt wurde. Und zwar einfach, um die Herkunft dieser Daten aus verschiedenen Unternehmen zu kennzeichnen. Auch wurde hier schon mal zur Unterstützung ein jeweiliger Regressionskoeffizient oder ein jeweiliges lineares Modell eingetragen, sodass sich die Lage erstens verkompliziert hat und zweitens aber komplett gedreht hat. Ja. Wir haben ja jetzt hier, würden jetzt zu dem Schluss kommen, in jedem dieser drei hier betrachteten Unternehmen ist also eigentlich ein positiver Zusammenhang vorliegend, dahingehend, dass höhere Verantwortung mit höherer Arbeitszufriedenheit einhergeht. Mehr so in dem Sinne, was wir auch betrachtet hatten für Führungskräfte allgemein. Ja. Also umgekehrte Schlussfolgerung auf einmal. Welche stimmt jetzt? Stimmt die Schlussfolgerung, die wir zunächst hatten, als wir Unternehmen nicht berücksichtigt haben? Oder stimmt die Schlussfolgerung jetzt, wo wir in jedes einzelne Unternehmen reinschauen? Es sind ja dieselben Daten. Was ist denn hier los? Ja? Das ist die Frage der hierarchischen linearen Modelle. Was Sie hier sehen, ist als Phänomen erstmal so unter verschiedenen Namen bekannt. Ich benutze hier letztlich ein ganz klassisches Phänomen, das sogenannte Simpsons Paradox, was, wie manche sagen würden, gar kein Paradox ist, aber dieses Huch, was ist da los? Ja? Wenn ich alle Daten zusammen betrachte, bekomme ich den einen Effekt oder die eine Richtung des Effekts, muss man sagen. Und wenn ich Strata oder Subgruppen der Daten betrachte, also ich betrachte das ganze Problem conditional on eine spezielle weitere Variable. Ich kann auch schon mal sagen, weil hierarchisch eine Art Gruppierungsvariable, in diesem Fall Unternehmen, bekomme ich das Umgekehrte. Den umgekehrten Zusammenhang, also die umgekehrte Richtung des Effekts. Das, in a nutshell, ist, was Simpsons Paradox meint. Und das ist hier quasi nochmal aufgeführt. Was hier also eigentlich passiert, ist, dass einfach mehrere Effekte sich überlagern. Die Kurzantwort auf Simpsons Paradox ist, beides ist wahr. Und wiederum muss ich als Wissenschaftlerin entscheiden, was mich hier interessiert. Also welchen Effekt ich eigentlich sehen möchte, welchen ich modellieren möchte. Wir werden uns heute eine Technik erarbeiten, mit der wir letztlich beide auf einmal modellieren können. Also es gibt hier offensichtlich einen Effekt auf Ebene der einzelnen Person, wenn man so will. Ja? Handlungsspielraum und Arbeitszufriedenheit oder Verantwortung und Arbeitszufriedenheit sind positiv korreliert. Es gibt aber darüber hinaus noch einen anderen Effekt, der sozusagen diesen positiven Zusammenhang für uns
zunächst maskiert hatte, kann man auch sagen, überlagert hatte. Und das war der Effekt. Erstmal einfach nur, dass diese Unternehmen sich deutlich hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit unterscheiden. Ja? Wenn Sie das also nochmal hier sich betrachten, diese drei Steigungen, die ich hier jetzt geplottet habe, die sind ja sehr ähnlich. Was aber nicht ähnlich ist, ist sozusagen das Level auf dem, oder Level sollte ich nicht sagen, das Niveau, auf dem sich Arbeitszufriedenheit in den Unternehmen widerspiegelt. Ja? Natürlich komplett frei erfundene Daten hier, drei große ehemalige Staatsunternehmen mit unterschiedlichem Mitarbeitererfolg. Wir haben also, und das ist die erste wichtige Erkenntnis, und wir brauchen auch gleich eine Technik, um sowas zu prüfen, wir haben es mit einer hierarchischen Struktur in den Beobachtungen zu tun. Wenn Sie mit dem bloßen Auge hier auf diese Punktwolke schauen, werden Sie auch zu dem Schluss kommen, erstmal, dass sich also Mitarbeiter innerhalb der Telekom, wenn Sie einfach beliebig zwei Mitarbeiter rausgreifen und Sie nehmen jetzt zwei Telekom-Mitarbeiter, dann nach diesem Plot sehen Sie schon, die werden sich ähnlicher sein in der Arbeitszufriedenheit als ein Telekom-Mitarbeiter, ein Bahn-Mitarbeiter, oder? Wenn Sie einfach mal schauen, was sind so typische Distanzen in dieser Punktwolke zwischen zwei Telekom-Leuten und einem Telekom- und einem Deutschen Bahn-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Das sehen wir. Wir haben also ein, ich kann es auch schon mal sagen, ein Clustering der Daten hier. Und dieses Clustering bedingt sozusagen diese hierarchische Struktur. Und das bedeutet für unser lineares Modell schon mal eine erste große Komplikation. Wir hatten ja gesagt, die Residuen bei so einem linearen Modell sollten ja unabhängig sein. Ja? Den Fehler rund um mein lineares Modell, den ich mache, der sollte einer Zufallsvariable entstammen mit zu schätzender Varianz, aber sollte sich rund um Null verteilen und sollte vor allem IID independent sein. Ja? Und genau das wäre hier ja nicht der Fall. Wenn Sie noch mal kurz an das vorher zunächst gezeigte Regressionsmodell, das sozusagen primitive Modell mit einer Regressionsgerade denken, wo wir nichts von Unternehmen wissen, und dort ein lineares Modell mit seinen Residuen anschauen, dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass wir schon wissen, dass wir für Telekom-Mitarbeiter, dass die einander sozusagen ähnlicher sind als Telekom und Deutsche Bahn oder Telekom und Post-Mitarbeiter und dass wir entsprechend diese Clustering-Struktur so auch wiedersehen werden, dass die Residuen wahrscheinlich, dass wir schon eine gute Idee haben, wie groß die Residuen auch sein werden. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Hier haben wir nochmal eine andere Visualisierung desselben Problems, jetzt nur ein bisschen größer aufbereitet. Nochmal große Punktwolke. Das Ganze muss übrigens jetzt nicht so sein, dass auf dieser ersten Ebene hier jetzt so eine Art negativer Zusammenhang andeutet. Das könnte natürlich auch ein ganz anderer, könnte auch sein, dass man da jetzt keinen sieht oder einen positiven Zusammenhang. Aber das ist sozusagen die eine hierarchische Ebene, auf der ich die Daten betrachten kann. Und darin versteckt, wie man jetzt, wenn man es weiß, wonach man suchen muss, mit dem Auge schon fast optisch sehen kann, sozusagen hier auch mehrere Gruppen drin hat. Ich glaube, dieses Beispiel habe ich geklaut von einer Website, wo Einkommen an der Uni modelliert wird. Und eigentlich, was dann die Subgruppen sind, sind, glaube ich, einzelne Berufsgruppen an der Uni, also Professoren, junge Lecturer, sowas, kommt aus dem amerikanischen System. Aber gleiche Logik, das Bild ohne, wenn ich nichts weiß über diese Variable, die meine Beobachtungen noch clustert, dann habe ich eigentlich ein sehr unvollständiges Bild zunächst. Also, wir müssten zunächst das Ganze mal als ein Problem der Varianzzerlegung betrachten. Es wird jetzt zunächst kurz darum gehen, eigentlich so eine Art Diagnostik auch zu machen und zu sagen, habe ich wirklich eine hierarchische Struktur in meinen Daten? Und wir benutzen dabei einen Trick, den wir eigentlich aus der Varianzanalyse kennen. Ich sage bewusst jetzt auch mal die Varianzanalyse, nicht mal Regressionsanalyse, sondern viele von Ihnen kennen das eigentlich aus dem Bachelor. Wir benutzen jetzt hier, wenn man so will, die Streuung innerhalb dieser Einheiten, dieser Cluster, wir wissen in diesem Beispiel dieser Firmen, können wir sagen, ja, die nennen wir auch die Level 2
Einheiten gleich. Warum Level 2? Weil wir sagen würden, dieses Grün versus Rot versus Blau oder Schwarz, Entschuldigung, ist sozusagen eine zweite Ebene in den Daten. Was ist die erste Ebene? Die erste Ebene ist einfach die, die wir immer haben in einem Regressionsmodell. Jeder Datenpunkt stellt eine Unit of Observation dar. Ja, also das ist so, bleibt so. Im Regressionsmodell ist der einzelne Datenpunkt quasi die entscheidende Unit. Das ist eine Zeile in meiner Datenmatrix. Aber jetzt die neue Erkenntnis, es scheint hier so ein zweites Level, hierarchisches Level zu geben. Und was wir jetzt machen können, ist ganz analog zu einer Varianzanalyse, wir können schauen, wie viel Sum of Squares letztlich, wie viel Streuung haben wir innerhalb von so einem Cluster, von so einem Level 2, also innerhalb der Post, innerhalb der Telekom, innerhalb der Bahn, ja? Genauso können wir aber auch sagen, wir haben natürlich eine Gesamtstreuung. Wir können eine Art Gesamtmittelwert der Arbeitszufriedenheit betrachten und können sagen, wie viel Varianz, wie viel Sum of Squares, wenn wir es als Abweichungsquadrate ausdrücken, erstmal habe ich denn überhaupt in meinen Beobachtungen. Ja? Dann bekomme ich dort einen ziemlich großen Wert, also sagen wir mal 2200 oder 2188 wäre die Sum of Squares total in diesen ganzen Daten. Und ich kann voranschreiten sozusagen und wie bei einer Varianzanalyse sagen, ich habe die Streuung innerhalb der Post, innerhalb der Telekom und innerhalb der Bahn. Aber ich kann jetzt eben auch sagen, ich habe auch so eine Art Sum of Squares Between. Also ich könnte sagen, einen Effekt von Firma. Ja, sozusagen. Das ist im Prinzip die Abweichung, die sich, oder die Varianz, die sich ergibt, durch diese drei Mittelwerte, einen blauen Mittelwert, einen roten Mittelwert, einen schwarzen Mittelwert, einen schwarz-blauen Mittelwert, der erklärt eben auch einen Effekt. Und das kann ich mir dann wirklich wie eine Art, das ist sehr, sehr nah am Eta Squared, was wir hier machen. Was ich dabei rausfinden würde, ist, dass die Varianz zwischen den Level 2 Einheiten, also eine Art SS-Between, wenn man so will, oder auch SS-Treatment in der ANOVA-Sprache, viel größer ist als die Varianz, die ich innerhalb der Firmen habe, der Level-2-Einheiten. Ja, das ist genau das. Diese Zahlen, dieses Zahlenspiel, was ich jetzt gemacht habe, bestätigt nur unseren optischen Eindruck. Die Daten sind geclustert. Ja? Die Postleute sind einander ähnlicher in der Arbeitszufriedenheit, die Telekom-Leute und die Bahn-Leute. Das ist das Clustering, was wir hier sehen, und tatsächlich, wenn wir in ein paar Wochen nochmal Clusteranalyse als struktursuchendes Verfahren besprechen, dann werden wir wieder zu so einer Metrik greifen, zu so einer Art Abweichung innerhalb einer Klasse. Und hier ergibt sich also dieses Bild, und was wir jetzt gerade ausgerechnet haben, lässt sich noch in eine Maßzahl bringen, nämlich den sogenannten Intra-Class Correlation Coefficient oder ICC. Vorneweg sei noch gesagt, ICCs gibt es in der Wildnis verschiedene Arten, das auszurechnen. Ich zeige euch hier nur eine Art, weil es einfach die ist, die am nächsten an dieser Eta-Squared-Logik dran ist und weil es für unsere Zwecke hier einfach völlig reicht. Aber es gibt unterschiedliche ICCs mit unterschiedlichen Annahmen und entsprechend unterschiedlich numerischen Lösungen. Für dieses Beispiel kann ich einen ICC, also so ausrechnen, einen Intra-Class Correlation Coefficient, dass ich sage, wie stark streuen die Level 2 Ausprägungen, also wie stark streut Firma, wie stark unterscheiden sich die Firmen, das steht hier quasi im Zähler. Und das wird geteilt durch die Gesamtvariation. Was heißt Gesamtvariation in dem Fall? Wie stark streuen die Firmen, das ist das Gleiche, was oben steht, plus wie viel Streuung habe ich da noch innerhalb der Firmen? Das ist das, was man in ANOVA DSS Error nennen würde. Und dann kommt hier also raus fast 83% oder .826. Und diesen Intra-Class Correlation Coefficient, den kann ich jetzt quasi benutzen, um zu fragen, liegt in meinen Daten, wenn ich anfange mit der Analyse, so eine hierarchische Struktur vor? Ja? Und kann man dann hier auch nochmal grafisch kurz zeigen. Ich habe nochmal zwei Beispiele. Wir schauen erstmal kurz hier auf diesen linken Graph.
Wir haben hier eine Situation, da wurde irgendwas in drei Gruppen zum Beispiel gemessen und wir haben wieder die Situation wie bei unseren drei Unternehmen gerade, dass unsere Outcome-Variable quasi relativ stark clustert. Das sollte sich übersetzen in einen ICC, der dann relativ hoch ist, oder? Also die Streuung zwischen diesen drei Gruppen sollte viel der Gesamtstreuung schon erklären können und das ist hier der Fall. Ja? Kenne ich diese drei Mittelwerte, kenne ich schon eine ganze Menge über diese Daten. ICC von Punkt 5,4 in diesem kleinen Beispiel. Nebenan aber eine Situation, wo das nicht der Fall ist, wo man das mal sieht, wie das aussehen sollte, wenn es dieses Clustering in dem Sinne nicht gibt. Ja? Dann habe ich eben kaum einen Effekt durch diese Einteilung in die drei Gruppen. Das sieht man daran, dass auch diese drei Gruppen Mittelwerte A, B, C dann hier in dem rechten Scatterplot sehr nah beieinander sind und entsprechend der ICC sehr niedrig ausfällt. Die Schlussfolgerung für das weitere Video wäre eigentlich, wenn diese rechte Situation herrscht, ein sehr kleiner Intraclass-Korrelationskoeffizient, dann kann eine Schlussfolgerung sein, dass man alles, was wir jetzt noch besprechen, nicht braucht, dass man eigentlich doch auch mit der Annahme von wirklich unabhängigen Level 1 Beobachtungen agieren kann und dass man dieses zweite Level als Beschreibungsebene im Modell nicht braucht. Nochmal kurz, bevor wir weitermachen, was sind typische Level 1, typische Level 2, die man in Regressionsanalyse betrachtet? Das sind ganz viele Situationen, die Sie eigentlich schon aus Ihrem sonstigen Studium, aus Ihrem Fachwissen kennen. Oft ist auf dem ersten Level erstmal das Individuum, also die einzelne Beobachtung der einzelne Proband, wie wir das kennen. Das ist unsere Unit of Observation. Ein typisches zweites Level, da kommen diese Modelle eigentlich alle auch her, ist dann zum Beispiel die Klasse, die Schulklasse, wenn es um pädagogische Kontexte, bildungspolitische Kontexte geht, PISA-Studie etc., würde man sagen, die Kinder, die in einer Klasse sind, die haben wahrscheinlich viel gemeinsam, zum Beispiel den gleichen Lehrer, verbringen viel Zeit miteinander, werden einander ähnlicher in ihrem Lernerfolg, in ihren Lernstrategien. Und manchmal gibt es sogar noch ein Level 3, zum Beispiel Schule, Landkreis etc. Also das, was wir heute mit zwei Ebenen machen, kann man auch noch auf dritte Ebenen ergänzen. Wir sehen später ein Beispiel, wo das auch mal gemacht wird. Umgekehrt ist es aber zum Beispiel hier in der kognitiven Neurowissenschaft, wo wir und meine Gruppe viel arbeiten, so, dass man eigentlich sagen würde, wenn du bei uns an der Studie mitmachst, lieferst du uns ja eigentlich nicht einen Datenpunkt, sondern du machst ja vielleicht 500 Durchgänge. Lieferst uns zum Beispiel 500 Reaktionszeiten oder 400. Dann haben wir eigentlich auf der Level 1-Ebene die Unit of Observation Trial oder Durchgang. Und wir würden aber schon annehmen, dass deine Durchgänge alle einander irgendwie doch auch ähnlicher sind unter Umständen oder im Mittel auf einem anderen Niveau, zum Beispiel einer anderen Reaktionszeit, mittleren Reaktionszeit liegen, als die Durchgänge von einem anderen Probanden. Dann wäre also auf einmal Proband oder Individuum das zweite Level und Level 1 wären die Trials. Ja? Haushalt, Region ist auch so ein Paar. Also, nochmal. Sie könnten an der Stelle einwenden und sollten Sie vielleicht auch, ja gut, prima, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich weiß jetzt, irgendwie spielt in diesen Daten Unternehmen eine Rolle. Das habe ich von Anfang an bedacht. Ich könnte doch jetzt einfach sagen, ich betrachte dieses Problem einfach als drei Regressionsmodelle. Ist doch prima, kann ich doch machen. Warum mich mit diesem ja letztlich mich fehlleitenden Gesamtregressionskoeffizienten, der in die falsche Richtung ging, warum mich mit dem abgeben? Ich rechne einfach drei Regressionsmodelle. Kann ich machen? Bekomme ich für die drei hier in Rot, Blau, Grün gezeigt, jeweils eine Steigung geschätzt, ein B1, was auch ja irgendwie für die Telekom fällt es dann ein bisschen flacher aus. Hat sich da die Beschriftung geändert zu einem anderen Slide? Also auf jeden Fall für die eine Gruppe fällt es flacher aus. Vielleicht ist es auch gar nicht signifikant unterschiedlich, drei Steigungen. Warum löst es das Problem nicht ganz? Also, wir könnten sagen, ja, das wäre das, was hier unten auf diesem Slide als No-Pooling bezeichnet wird. Ich analysiere einfach alle Gruppen, alle Level-2-Einheiten, im Beispiel bleibend alle drei Firmen, getrennt mit separaten linearen Modellen. Dann habe ich aber drei Modelle gerechnet, die halt auch nur jeweils etwa ein Drittel der Daten verwendet hatten. Also das heißt, das Modell hat nur insgesamt ein Drittel der Freiheitsgrade,
Das Verhältnis von N zu Regressoren ist relativ schlechter. Irgendwie kann das auch nicht ganz die Lösung sein und es ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, sonst wären wir heute auch nicht hier für eine ganze Vorlesung hierarchisch-lineare Modelle. Das andere wäre Complete Pooling. Wir hatten gerade schon gesagt, wenn der Intra-Class-Korrelationskoeffizient als ein Marker für wie stark ist eine hierarchische Struktur sehr niedrig ausfällt, können wir das auch machen. Also sagen, ja, wir wissen, da gibt es irgendwie so eine Level-2-Einheit, wie zum Beispiel, bleibt nochmal beim Beispiel Schule. Ja, das könnte ich jetzt berücksichtigen, aber ich ignoriere es einfach mal. Der ICC sagt mir auch, macht nicht viel. Und analysiere doch alle Daten zusammen. Das Schöne ist, wir müssen diese Entscheidung auf diesem Slide nicht treffen, wenn wir hierarchisch-lineare Modelle verwenden. Und das allein sollte eigentlich ein Argument sein, dass es kein Fehler ist, das mal auszuprobieren. Ich muss mich dann nicht entscheiden, muss ich poolen oder nicht poolen, sondern ich kann mit hierarchisch-linearen Modellen einen Kompromiss eingehen. Was heißt hierarchisch-lineare Modelle eigentlich? Kurz vorneweg noch ein paar Begrifflichkeiten, bevor wir uns das Formelwerk dann eigentlich anschauen. Als erstmal hießen die ursprünglich Hierarchical Linear Models nach Brück und Raudenbusch. Das kommt, wie gesagt, hauptsächlich, kann man sagen, aus der Bildungsforschung oder aus der pädagogischen Psychologie, hat dann aber Anwendung gefunden in vielerlei Kontexten. Vor allem in der Psychologie wurde es adaptiert, aber mittlerweile auch in der Ökologie, in der Anthropologie, in der Ökonometrie auch in gewissem Maße. Ein anderer Name für dasselbe ist Linear Mixed Models. Und wenn das geht, dann werden wir auch nachher ein Beispiel noch sehen. Gilt auch das, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Also die Idee, dass man irgendwie Link Functions und generalisierte lineare Modelle haben kann, um zum Beispiel binäre Outcomes zu modellieren, wie in der logistischen Regression. Das geht alles auch mit den Mixed Models, mit den Linear Mixed Models. Die heißen dann halt Generalized Linear Mixed Models. Weil das, was wir heute tun, dieses Mixing, was wir da machen, das passiert im linearen Modell quasi rechter Hand. Ja? Also links, wo das Y steht oder eben auch eine Link-Funktion von Y, da sind wir heute nicht zugange, wir sind heute nur rechts zugange in der Art, wie wir unsere Regressoren letztlich organisieren und welche Parameter wir da auf rechter Hand schätzen müssen. Genau, das hatte ich schon gesagt, kommt hauptsächlich aus der Bildungsforschung, wo also nochmal der Schüler, die Schülerin die Level 1 Einheit darstellt, die Unit of Observation eigentlich, aber dann eine zweite Struktur gefunden wird, oft nämlich wie Klassen oder Schulen, die dann auch betrachtet werden sollen. Das ganze Tierchen hat noch viele andere Namen, die Sie auch hören und die meinen alle dasselbe. Das eine ist Random Effects Models. Also irgendwas, was Random Effects sind, das wird das eine neue heute eigentlich sein, wenn man ehrlich ist. Mixed Effects Models, warum Mixed? Weil eine Mischung von sogenannten Fixed Effects, das ist das, was wir schon seit je kennen, mit solchen Random Effects hier passiert. Mehrebenenanalyse ist ein anderes Wort dafür. Was wird hier also gemischt? Es werden Fixed Effects mit Random Effects gemixt. Was sind also Fixed Effects und was sind Random Effects? Ich bin immer noch bei den Begrifflichkeiten. Für Fixed versus Random gibt es sehr viele verschiedene Definitionen. Meine Lieblingsdefinition und auch die eingängigste finde ich, so habe ich es auch selbst gelernt und ja, ist die eingängigste, würde ich sagen, ist von, glaube ich, von Tukey. Und wir würden sagen, ein Fixed Effect ist eine Variable, die wir in allen uns interessierenden Ausprägungen gemessen haben. Fixed heißt also auch, das sind unsere Designentscheidungen, die wir eben aktiv getroffen haben. Zum Beispiel Faktoren in der ANOVA oder so werden erstmal konzipiert als fixed. Ich habe eine Studie zur Phonetik gemacht und habe mir angeschaut, wie Sprecherinnen Vokale produzieren und ich habe genau 5 Vokale haben mich interessiert. So eine Art unabhängige Variable, die hat genau 5 Ausprägungen, zum Beispiel diese 5 Vokale. Und über andere will ich gar nicht sprechen. Oder ich habe eben eine linke und eine rechte Hirnhälfte, wo ich Daten beobachtet habe. Und das geht dann in mein Modell irgendwie ein. Als Faktor mit diesen 2 Ausprägungen gibt es nur diese 2, links, rechts. Und wenn es mehrere gibt, wie bei den Vokalen, interessieren die mich aber nicht. Oder ich habe 3 Dosierungen eines Medikaments.
Ich gebe keine, ich gebe eine leichte Dosis, ich gebe eine starke Dosis. Ja? Drei Ausprägungen. Auch die meisten Regressoren in unseren Modellen, wenn ich sage, ich habe Körpergröße gemessen, dann habe ich also sehr viele Beobachtungen mit Körpergröße, dann würde ich Körpergröße konzeptualisieren als fixed. Das sind die Maße, die ich eben habe in der Körpergröße erstmal. Ja? Das sind also alles nochmal, was wir bisher so hatten, konzipieren wir als sogenannte Fixed-Faktoren. Wie grenzt sich das ab? Und dann wird es auch ein bisschen deutlicher vom Random-Faktor. Ein Random-Faktor oder Random-Effekt wäre eine Variable, die, da kommt es random her, wir eigentlich nur in einer zufälligen Auswahl aller uns interessierenden Ausprägungen gemessen haben. Also, einen großen Random-Faktor kennen Sie schon immer, nämlich welche Versuchsperson haben wir eigentlich gehabt. Ja? Wenn wir Probanden ziehen, dann betrachten wir, wenn wir ehrlich sind, Probanden als Random-Faktor, weil wir haben da zwar 25 Studierende gemessen, die wir halt angerufen haben und die wir getroffen haben, aber sprechen, schließen wollen wir eigentlich für all mögliche Leute, Menschen. Wir verstehen also diese Variation, die sich dann auch zwischen Probanden ergibt, ja eigentlich als eine Art Zufallsvariable. Wir vermuten, wenn wir eine Variable messen in Probanden, dann vermuten wir also, dass diese Unterschiede Ausprägung von einer Zufallsvariable sind. Wenn wir also jetzt 30 Leute gemessen haben, haben wir schon eine ganz gute Idee, was so die Bandbreite ist oder die Varianz, kann man auch sagen, die so zwischen Leuten da ist. Und wenn ich jetzt nochmal 30 andere hole, hoffe ich da keine bösen Überraschungen mehr zu erleben, sondern die fallen dann eben auch in diese Verteilung, die ich jetzt schon langsam kenne, nachdem ich 30 Probanden in irgendeiner Studie gemessen habe. Das heißt nochmal in Worten, wie es hier dann auch in Schwarz nochmal steht, 30 Probanden von letztlich unendlich vielen wurden gemessen. Das kann auch heißen, 20 Schulen von allen 1000 Schulen in Schleswig-Holstein wurden einbezogen. Aber auch auf Stimulus-Materialseite kann es sein, zum Beispiel in der Linguistik, dass ich sage, ja, ich habe 100 Sätze präsentiert, ich konzipiere das aber nicht als fixed, sondern als random, weil ich glaube, ich habe nur 20 von tausenden unendlich vielen denkbaren Stimulussätzen gebaut für dieses Experiment und konzipiere deshalb Stimulusmaterial oder also vorgespielter Stimulus oder auch bei Gesichtsstimuli, die ich zeige oder so, konzipiere ich als random. Das ist also leider mal wieder eine dieser Entscheidungen, die wir treffen müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Was konzipiere ich als random? Und was konzipiere ich als fix, ja, in meiner Analyse? Bisher kannten wir eben den Random-Faktor Versuchsperson schon. Wir haben das nur nicht so explizit so modelliert, aber mathematisch ist es das, was in der Between Subjects ANOVA eigentlich auch schon passiert ist, als wir das als random verstanden hatten. Nicht zu Unrecht heißt die Repeated Measures ANOVA, wie die meisten von Ihnen, die Sie aus dem Grundstudium kennen, also eine Varianzanalyse mit Messwiederholung, heißt nicht zu Unrecht deshalb auch manchmal Mixed Model oder Mixed ANOVA. Was wir jetzt also haben gleich, werden Modelle sein, die haben zum einen die klassischen Regressionsterme, sogenannte Fixed-Terme. Also das Wort haben wir bisher nicht gebraucht, weil wir eben keinen Unterschied gemacht haben. Bisher war alles Fixed. Und jetzt neu dazu, aber auch solche Random-Terme. Und die schätzen wir nicht mehr mit Ordinary Least Squares. Das haben wir jetzt also gemeinsam mit dem, was wir für die logistische schon eingeführt haben, sondern auch hier benutzen wir die Maximum Likelihood-Schätzungen oder manchmal auch die Restricted Maximum Likelihood, wenn uns besonders die Fixed-Effekte erstmal interessieren. Das kann also auch hilfreich sein, sich immer klar zu machen, was ist random, was ist fixed. Und wenn ich dann Restricted Maximum Likelihood mache, führt das dazu, dass ich mich vor allem auf die Fixed-Effekte kapriziere. Die Models werden dann, die Modelle, die verschiedenen Modellvarianten auch, die ich bekomme, vergleiche ich dann mit solchen Informationskriterien wie dem AKIKIS Informationskriterium. Und die Signifikanztests spielen jetzt auch eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Ja. Viele von Ihnen könnten, nee, viele nicht mehr, aber manche von Ihnen könnten versucht sein, in SPSS mal so Mixed Effects Models zu machen. Ich empfehle das nicht zu tun, sondern
Diese Mixed Effect Models haben ganz klar ihre Heimat, würde ich sagen, in R heutzutage. Dort sind sie am einfachsten zu modellieren. Es gibt vor allem mit dem Package, das LME4 heißt, eine wunderbare Bandbreite, um all das zu tun. In Jamovi geht es mittlerweile auch. Da kann ich Ihnen auch gleich schon sagen, das, was hier bei mir jetzt Random Variable heißt, heißt dort analog zu dem, wie ich es eingeführt habe heute, Cluster Variable. Also, hier nochmal ein paar unterschiedliche Definitionen für Fixed versus Random, aber das Wichtigste hatte ich eigentlich schon gesagt. Wir müssen für unser Modell definieren, welche Effekte wir als Fixed konzipieren und welche wir als Random modellieren. Jetzt schauen wir uns das mal in Ruhe an, was das bedeutet. Ich zeige euch hier mal eine Regressionsgleichung, die euch jetzt eigentlich erstmal nicht erschrecken sollte, wenn ihr mal kurz bitte diese Indizes I und J, die da gezeigt sind, vergesst. Wir schauen nicht oben auf dieses I und J, sondern wir schauen nur auf die Variable Y. Das wäre das Einkommen einer Person. Und das wird modelliert mit einem Regressor Ausbildung. Wir regressieren Einkommen auf Ausbildung. Ja, wie viele Jahre Schulbildung zum Beispiel oder Jahre formale Ausbildung hatte jemand. Nachdem wir das uns vorgestellt haben, müssen wir dann aber doch gleich auf I und J schauen, weil interessanterweise gibt es hier jetzt quasi zwei Indizes. Es gibt einen Index, der deutet quasi schon an, hoppla, hier gibt es eine hierarchische Struktur vielleicht, die zu beachten ist. Diese Personen entstammen auch gleichzeitig Familien. Es gibt also hier Familie 1 bis J quasi, verschiedene Familien, in denen jeweils mehrere Individuen I unter Umständen gemessen wurden. Ja? Das besagt dieser Laufindex. Wir haben also jetzt erstmal so, wie es da oben steht, zwei Probleme. Was da oben passiert ist, da wird das Einkommen des Individuums I in Familie J vorhergesagt aus der Ausbildung des Individuums I in der Familie J. Wir, so wie es da oben jetzt steht gerade, und wir haben da hinten genau ein Residuum, seht ihr das? Wir haben ein, für jedes Individuum aus jeder Familie J haben wir genau ein Residuum. Das heißt, wir ignorieren das, was wir vorher schon angedeutet haben erstmal, mathematisch ist es hier überhaupt nicht repräsentiert, dass die Residuen in einer Familie nicht unabhängig sein werden. Also wenn ich für ein Individuum einen großen Fehler mache mit meinem Modell, mit diesem Modell, wo ich Ausbildung als Regressor habe, dann mache ich wahrscheinlich auch einen großen Fehler für die anderen Individuen in dieser Familie. Also zumindest die Wahrscheinlichkeit da, die Residuen sind nicht unabhängig. Zweitens, wir nutzen ja gar nicht die Tatsache, dass die einander vielleicht ähnlicher sind. Wir haben hier keinerlei Möglichkeit zu sagen, vielleicht ist der Effekt in der einen Familie irgendwie größer als in der anderen Familie. Diese Level 2 Unterschiede, die es vielleicht geben kann, den erlauben wir hier nicht, sich irgendwie auszudrücken. Kommt hier überhaupt nicht vor. Was könnten wir tun? Wenn wir an das Post-Telekom-Beispiel zurückdenken, wo wir gesagt haben, was da eigentlich passiert war, war, dass die auf der Y-Achse auf ganz unterschiedlichen Niveaus saßen. Wie könnten wir das denn angehen? Wir könnten einfach, ziemlich einfach in so einem linearen Modell erlauben, dass sich additiv jede Familie so ein bisschen nach oben und unten verschieben darf, um das mal ein bisschen so aufzudröseln quasi. Mathematisch würde das bedeuten, wir führen einfach noch einen Term ein, den möchte ich mal U nennen kurz, einen additiven Term, der dazukommen kann. Und seht ihr jetzt, wie dieser additive Term U, der heißt U0, warum heißt der U0? Der heißt jetzt U0, weil der letztlich die Funktion übernimmt von dem Intercept auch. Also der arbeitet mit dem Intercept, der arbeitet eigentlich genauso wie der Intercept. Wir haben ja diesen Intercept Beta 0. Und dieses U0 ist jetzt so ein Intercept, aber eben nicht ein Intercept für alle, sondern abhängig von der Familie, aus der du kommst. Erlauben wir jetzt hier mit diesem neuen, man kann sagen mit diesem neuen Parameter, dass die Familie letztlich, also jede Level 2 Einheit, so ein bisschen ihr eigenes Plätzchen noch findet auf der Y-Achse. Was wir also eigentlich machen hier ist, wir zerlegen diesen additiven Term
das alles, was so additiv war im Modell, also multiplikativ ist ja nur das, was mit x multipliziert wird. Ja, das ist die Steigung. Und die Steigung, sehen Sie immer noch, die hat auch keinen Laufindex. Steigung gibt es genau eine bisher. Ist ganz wichtig, das festzuhalten. Es wird in diesem Versuch hier gerade Einkommen vorherzusagen, genau eine Steigung modelliert. Ja? Aber wir erlauben jetzt schon mal den Daten so ein bisschen rauf und runter zu fliegen in dem Additiv, was dazukommt. Und dieser neue, man könnte sagen, was wir eigentlich machen, ist, wir erlauben einen zweiten Fehlerterm, wenn man so will. Wir erlauben einen Term U0 mit dem Laufindex J, also pro Familie. Und der entstammt, das muss ich hier doch mal reingehen, der entstammt quasi einer Normalverteilung, auch rund um 0, mit einer bestimmten Streuung. Die Streuung, die heißt Tau. Warum heißt die Tau? Na, der hat einfach jemand weitergezählt. Wir nehmen ja schon immer an im linearen Modell, dass es einen Fehler gibt. Epsilon, was normal verteilt sein soll rund um 0 mit einer Varianz Sigma. Und was wir jetzt hier nur sagen ist, wir haben noch eine zweite Varianzquelle, eine zweite, Achtung, zufällige Varianzquelle. Das ist eine Zufallsvariable, eine normalverteilte. Und um anzudeuten, dass die ihre eigene Varianz hat und dass auch eine eigene Varianz ist, die wir vielleicht eigen schätzen müssen, nennen wir die Tau jetzt hier mal. Ja, können wir auch jeden anderen griechischen Buchstaben nehmen. Aber das ist irgendeine Populationsvarianz, die wir nicht kennen. Und zwar wäre das letztlich die Varianz der Familien. Richtig? Es gibt sozusagen so ein mittleres Einkommen pro Familie. Und das variiert über Familien und folgt aber, wir können ja nicht alle Familien messen, die es so gibt auf der Welt, sondern wir werden hier wahrscheinlich 30 oder 300 Familien messen und konzeptualisieren das aber als Zufallsvariable, als Random Term mit einer bestimmten Varianz. Ja, das sei hier auch nochmal ausgeführt, da wir eben einen Random Effekt schätzen wollen und nicht nur spezielle Ausprägungen, sind es genau diese Varianzen der Zufallsvariablen, die geschätzt werden müssen. Die gab es immer schon, die haben wir nur nie viel geredet. Ich habe es einmal beim Maximum Likelihood, habe ich es kurz erwähnt, dass ich gesagt habe, das ist ein Parameter, den du eigentlich immer auch mitschätzt. Du hast immer im linearen Modell Beta und diese unbekannte Fehlervarianz. Und jetzt dröseln wir das da einfach auf, machen das dort ein bisschen komplizierter, unser Modell, dass wir sagen, es gibt auch noch eine Fehlervarianz für einen Random Term auf dem zweiten Level quasi. Ja? Und das ist das, dieses UJ, was wir dann verkürzend, wo wir einfach jetzt Folgendes machen können. Da das Ganze ja additiv ist, habe ich da oben jetzt nur umgestellt. Ich habe nur, damit man es besser sieht, dieses UJ hier mal reingezogen. Und was jetzt eigentlich passiert ist, dass man besser sieht, dass wir hiermit einen Random Intercept eingeführt haben. Wir haben quasi gesagt, der Intercept ist nicht mehr fix für alle, Beta 0, sondern der Intercept ist eigentlich eine Zufallsvariable, denn ich nehme so einen Fixed Intercept und addiere für jede Familie, für jede Level 2 Einheit, im anderen Beispiel wäre das für jede Firma, etwas drauf, ja, und zwar dieses U0J, was aus einer Verteilung eben entstammt. Jede Familie bekommt ihren eigenen Intercept. Damit haben wir jetzt nach 38 Minuten die Random Intercepts eingeführt. Und wir sehen auch jetzt auf dieser Schreibweise, die dieser Slide hier gleich nochmal verdeutlicht, warum man diese Mehrebenenmodelle auch genauso manchmal nennt, weil man sie quasi schreiben kann als zwei getrennte Modelle. Man kann sagen, erstmal, ich schreibe mein Regressionsproblem in dieser Form, ich fange mal hier in der Mitte an, indem ich sage, ich schreibe es auf der einen Ebene, dass ich sage, ich modelliere das Einkommen des i-ten Individuums in der j-ten Familie mit einem Intercept B0j, also mit einem Intercept, der einen Laufindex hat, der also variieren wird für diese Level 2 Einheit und dann mit einem Beta 1 und einem Fehler. Und das wird vom Regressor in dem Fall von der Ausbildung abhängen. Und dann kann ich auf einer zweiten Ebene sozusagen als zweite Gleichung schreiben, wobei quasi dieses Beta 0j konzeptualisiert wird als bestehend aus einem
klassischen Intercept, der für alle gleich ist, aber dann noch einem Wert, der dazu addiert wird oder auch abgezogen wird, weil der könnte ja auch negativ sein. Das ist ja quasi ganz wichtig. Das hier war eine Normalverteilung rund um 0 mit Tau Quadrat sozusagen als Varianz. Ist also eigentlich, muss man sich das so vorstellen, dass man sagt, diese U0s, die streuen quasi rund um 0. Ja, das hier wäre 0. Und das heißt, im Mittel habe ich B0, aber pro Familie kommt da noch was drauf oder ziehe ich was ab. Ja? Aber hier unten auch trotzdem nochmal gezeigt, ich kann es natürlich auch einfach alles in eine Zeile schreiben und kann sagen, ich habe einfach mehr Terme. Ich habe B0 als Intercept, ich habe aber dazu auch einen Random Intercept, der dann dazu kommt oder der mit dem zusammen den familienspezifischen Intercept ergeben wird und ich habe eine Steigung. Ja? So. Ein vereinfachtes Beispiel, was ich in diesem Video hier noch verwenden möchte heute, ist also das Beispiel ist schon relativ kompliziert, aber ich habe den Datensatz trotzdem ein bisschen vereinfacht für unsere Zwecke. Und zwar war das eine Studie, die habe ich gefunden als ein schönes Beispiel, was jetzt nicht der Hirnforschung entstammt, um einfach auch mal was anderes ein bisschen zu haben, ein bisschen mehr was epidemiologisch-klinisches. Auch gleich nicht so schönes Thema. Inwiefern hängt die Anzahl Hautkrebstoter pro Jahr von der regionalen Intensität, und wir können mit dem gleichen Modell dann auch fragen, von der nationalen Intensität der UV-Strahlung ab? Ist doch interessant, oder? Sollte man eigentlich jetzt auch erstmal intuitiv meinen, dass das irgendwas miteinander zu tun hat? Also so, was wir alle über Hautkrebs wissen, ist, dass man sich vor Sonneneinstrahlung schützen soll. Also das sagt einem jeder Hausarzt auch, aber Hautarzt meine ich eigentlich. Hier haben wir also ganz Europa. Ein Europa der Regionen, das ist hier farbig eingefärbt. Und diese Studie hat also Anzahl Hautkrebstoter pro Jahr als Outcome-Variable gehabt, als abhängiges Maß, als Kriterium. Und möchte das also irgendwie zurückführen, regressieren auf Informationen, vor allem über die UV-Strahlung aus diesen Regionen. Kurze Frage an Sie, vielleicht kurz innehalten, Pause drücken. Zu welchem Regressionswerkzeug greifen Sie? Mit Regressionswerkzeug meine ich das, was hier in Klammern gesagt ist. Nehmen wir Ordinary Least Squares, wie wir es kennen, von Anfang an. Oder sollten wir vielleicht eine generalisierte Regression rechnen? Und wenn ja, welche der verschiedenen, die wir so kurz besprochen hatten zumindest, läuft es auf so eine logistische Regression raus? Also verstorben, ja, nein. Läuft es auf eine Cox-Regression raus? Sowas wie Versterben in den nächsten 5 Jahren? Also so ein Hazard Ratios oder auch Proportional Hazards heißt Cox-Regression auch. Oder eine Poisson-Regression. Anzahl Hautkrebs oder was werden wir tun? Was werden Sie tun? Überlegen Sie sich das. Wenn Sie sich überlegt haben, drücken Sie wieder Start. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee so lange. Ich habe mich hier entschieden, ich hoffe, das wird viele von Ihnen jetzt auch nicht überraschen, dass ich das eine Poisson-Regression modelliere. Ich werde also sagen, ich werde die Anzahl Krebstoter verstehen als eine Poisson-verteilte Zufallsvariable mit dem unbekannten Parameter Lambda, der irgendwo zwischen 0 und unendlich liegt. Und das heißt, bei einer Poisson-Regression ist die sogenannte Link-Funktion der Log zur Basis e, also der natürliche Logarithmus. Das heißt, eigentlich modelliere ich gleich ein Modell, was erstmal so fürs lineare Modell so aussehen wird. Ich werde den Log von Lambda versuchen zu modellieren. Ich werde versuchen, ein Lambda zu bekommen, also die erwartete Anzahl Tote pro Jahr. Das ist dieses Lambda. Und den Log dieser Erwartung werde ich sozusagen modellieren mit einem linearen Modell. Aber hier drin, in diesen Bs und X, da wird natürlich jetzt die spannende Sache passieren. Dort werden wir jetzt mal versuchen, einen Random Intercept reinzubasteln. Ja? Hier mal vorneweg eine Art Nullmodell. Ich werde jetzt auch mal R verwenden, um euch mal einfach mit dem Code ein bisschen zu schocken, dass ihr das jetzt aushaltet, über diesen Code zu reden, über diese Syntax letztlich von R, ohne euch über die Details von R jetzt zu sehr zu sorgen. Das ist auch das, was oft mittlerweile mal in Publikationen reingedruckt wird und was man auch irgendwo lesen können sollte. Man sollte eine grobe Idee haben, was da so steht und was das wohl so alles meint. Also,
Ich vergebe nur einen Namen für das Ganze. Das könnte ich auch Fritz oder Hanna nennen. Das ist einfach das Modell. Okay, da schreibe ich das gleich rein. Das ist so eine Variable im Computer. Das Spannende ist aber hier, ich benutze den GLM-Befehl. Das steht bei R nicht für General Linear Models, sondern für Generalized Linear Models. Die eigentlichen GLMs heißen nur LM. Also ein Generalized Linear Model ist es. Und ich modelliere die Variable Deaths, die besteht tatsächlich nur aus Zahlen. Da steht irgendwie drin 3, 5, 15, das sind diese Anzahl Hautkrebstote pro Jahr. Ja? Die schreibe ich, da sage ich einfach, nimm das mal als Y-Variable, deshalb steht es links. Dann kommt diese Tilde, die ist in R das Zeichen für sozusagen modelliere mal, also gleich letztlich. UVB ist die UV-Strahlung, die gemessene, UVB-Strahlung. Dann kommt hier noch irgendwas, was wir nicht kennen. Und dann kommt was? Family gleich Poisson. Also nimm eine Link-Funktion als Link, als eine aus der Familie der Poisson-Verteilung. Dieses Family hat nichts damit zu tun, was Level-2-Einheiten sind oder weil wir von Familien vorher und Einkommen gesprochen haben. Es hat damit nichts zu tun. Es ist die Familie der Link-Funktion. Also, das ist ein R-Befehl, müssen Sie jetzt auch nicht auswendig wissen. Aber Poisson sollten Sie sehen. Aha, es geht also um eine Poisson-Regression. Und es wird noch hier ein, was hier noch modelliert wird, ist sozusagen der Intercept. Ich sage dem hier noch, dass er bitte als Intercept dieses, den Log der erwarteten Toten modellieren soll. Das ist auch ein Detail. Das Wichtige ist eigentlich Poisson und wir sagen die Anzahl Toter aus der UV-Strahlung vorher. Ja? Und wir können dann schauen, was passiert. Und dann passiert hier auch was Lustiges. Wenn wir jetzt nachher den Output anschauen, können wir den Erwartungswert von den E hoch B anschauen, um quasi, nochmal zurück, wir hatten ja gesagt, die Link-Funktion ist der Log, wir bekommen also diese Bs eigentlich als Log, um dann zu sagen, wir wollen wirklich die Veränderung in diesem Lambda, in dieser Anzahl Toter anschauen, muss ich sozusagen diesen ganzen Ausdruck E hoch nehmen. Und bekomme dann die Aussage, dass eigentlich mit jeder Unit mehr UV-Strahlung die erwartete Anzahl an Hautkrebstoten pro Jahr ein bisschen runtergeht, und zwar um den Faktor 0.94. Ich muss sie also, die erwartete Anzahl wird mit dem Faktor 0.94 multipliziert, geht also ein bisschen runter. Das kann ich mir ausgeben lassen. Wenn ich das ganze Modell mir simulieren lasse, bekomme ich hier als Estimate eigentlich minus 0,05 ausgespuckt und E hoch minus 0,057 ist sozusagen 0.94. Ja, also E hoch diesen Estimate hier, das ergibt Ihnen dieses 0.94. Soweit, so gut. Aber wir hatten ja gesagt, das kann auch noch nicht die ganze Geschichte sein. Wir wollen ja schauen, was das Ganze mit Regionen zu tun hat. Und was ich dann in diesem Beispiel deshalb hier noch mache, ist, ich bringe jetzt diesen Random Intercept rein. Ich erlaube jetzt den Daten hoch und runter zu gehen, also sozusagen diese erwartete Anzahl Hautkrebstote, die darf jetzt schon mal variieren, abhängig von der, in dem Fall Nation oder in dem Land, aus dem diese Daten kommen. Ich mache also ein Modell 1, das ist immer noch eine Poisson-Regression, aber ich führe jetzt Random Effects ein. Wie geht es auf R-Ebene, Random Effekte einzuführen? Das geht so, dass ich sage, hier ist nochmal hier ist jetzt ein neues Modell. Vorher hatte ich Simple Model genannt. Und jetzt nenne ich das Null Model, weil das jetzt das Model ist, was dann auch den Random Intercept jetzt bekommt. Das ist, wie gesagt, nur damit ich wusste, welches Modell meine ich. Das habe ich nur für mich selber gemacht, als ich diesen Code geschrieben habe. Ich benutze jetzt eine leicht andere Funktion. Das ist die GLMER-Funktion. Dieses LMER-Package ist jenes, das also in der Lage ist, hierarchisch lineare Modelle zu machen, also solche Random-Terme mit einzubeziehen. Und hier vorne hat sich eigentlich nichts geändert. Ich werde erstmal Tote vorhersagen, Anzahl Tote, durch einfach nur einen Random-Intercept-Nation. Das ist also dahingehend ein Null-Model, das hier, sehen Sie das,
die UV-Strahlung noch fehlt. Hier gibt es gar keine UV-Strahlung. Hier werde ich einfach nur sagen, kann ich durch, wenn ich weiß, aus welchem Land ihr kommt, wie gut kann ich dann eure Anzahl Hautkrebstoter vorhersagen. Ja? Das wäre quasi dieses Modell. Und jetzt das erste, unser erstes Random Intercept Modell im strengen Sinne, wie wir es bisher besprochen haben, ist ja eigentlich das hier, wo wir sagen, wir modellieren die Anzahl Hautkrebstoter, Deaths, durch UV-Strahlung als sogenannten Fixed Term. Das hat, das ist einfach die UV-Strahlung, wie sie kommt. Das hat, das variiert jetzt überhaupt nicht, ist egal aus welchem Land die kommt. Aber wir sagen dazu, modellier die Daten gerne so bitte, dass je nach Nation das Ganze hoch und runter fliegen kann. Also dieses 1 Querstrich brauche ich überhaupt nicht irritieren. Das heißt, es ist nur der Ausdruck, nimm eine Art Regressor, der aus Einsen besteht. So modellieren wir Intercepts. Und das darf variieren, das ist das, was hier hinter dem Strich kommt, nach der Variable Nation. Ja, also Nation ist was, was ich als Variable in meinen Daten drin habe. Ich habe für jeden Eintrag, weiß ich, aus welcher Nation kommt er. Ja? Und dann hier unten, das bleibt alles gleich, Poisson und immer noch diese komische, diese Offset wird hier mitmodelliert. So, wie sieht es dann aus? Jetzt passiert im Output, wenn ich mir von R die Koeffizienten zurückgeben lasse, eben was sehr Interessantes. Und das habe ich euch mitgebracht, damit wir jetzt den Unterschied zwischen was ist ein Fixed Term und was ist ein Random Term auch nochmal mit dem bloßen Auge sehen. Die UV-Strahlung, ich gehe noch einmal zurück, in diesem Modell, was wir uns jetzt anschauen, in dem sogenannten Random Intercept Model habe ich das genannt, das ist nur meine Benennung, war ja so, dass UV nichts mit Nation oder so zu tun hat, sondern alle bekommen den gleichen Term hier gefittet quasi. Ja? Also es gibt nur einen Wert, Beta 1, der gesucht wird. Das heißt auch, egal in welche Nation ich nachher reingucke, ich habe mir das hier mal ausgeben lassen für die Nationen, für Belgien, damals noch West Germany, die Daten sind aus den 80ern, Denmark, Italy und so, die bekommen alle den gleichen Effekt für die UV-Strahlung. Ja. Wenn ihr also nochmal, ihr könnt E hoch diesen Wert nehmen, dann wisst ihr, um wie viel sozusagen UV-Strahlung oder was UV-Strahlung mit der erwarteten Anzahl Hautkrebstoter macht. Immer noch wahrscheinlich eine leichte Absenkung, weil das hier kleiner 0 ist, also E hoch, das wird immer noch kleiner 1 sein. Und hier passiert jetzt aber was Interessantes. Das ist dieser Random Intercept. Und seht ihr, wie der jetzt natürlich variiert, wie der schwankt, wie der sich wie eine Zufallsvariable uns auch dann abgebildet wird. Wir bekommen jetzt für jedes Land unterschiedliche Schätzungen. Wir bekommen also für Belgien zum Beispiel hier ein E hoch diesen Wert, das wird auch eine Absenkung sein. Wir bekommen für Deutschland aber diesen Wert. Das wird also relativ zum Gesamtmittel. Wäre jetzt hier also die Schlussfolgerung, ganz unabhängig von der UV-Strahlung, wenn du aus Deutschland kommst, hast du ein bisschen ein erhöhtes Risiko an Hautkrebs zu versterben oder dort versterben entsprechend ein bisschen mehr pro Jahr, sagt dieses Modell. In den Niederlanden auch. In Italien aber ein bisschen weniger, in Irland auch weniger und so. Ja, das ist diese Variation. Das ist also die Idee, dass dieser Intercept jetzt quasi gezogen ist aus einer Zufallsvariable, die sich rund um 0 verteilt. So, als nächstes, das steht hier nochmal, genau, das sind also die Random Intercepts, die variieren jetzt pro Level 2 Einheit, aber die UV-Strahlung ist noch, kann ich sagen, fixed. Wenn wir jetzt aber in die wirklichen Daten reingucken, wie die Autoren das modelliert haben, das ist so ein bisschen ein älteres Paper, noch ein bisschen ein primitiver Graph, aber dann haben wir hier modelliert irgendwie der Logarithmus, das von UIJK, das läuft darauf hinaus, dass es letztlich der Logarithmus dieser Versterbensrate ist. Wir gehen hier jetzt aber mal nicht ins Detail, warum die das hier so geschrieben haben. Und hier unten haben wir die UV-Strahlung. Was wir jetzt gerade uns angeschaut haben, waren eigentlich, wo auf dieser Y-Achse liegen die Nationen. Wir haben den Nationen jetzt erlaubt, per Random Intercept auf unterschiedlichen Niveaus zu liegen. Dann liegt Deutschland da oben. Nee, das ist gar nicht Deutschland, das liegt Denmark oder sowas. West Germany liegt hier. F ist wahrscheinlich France oder sowas. Gehen wir mal zurück, damit wir es auch wissen. Ja, F ist wahrscheinlich France, genau, liegt hier. Entschuldigung. Genau. Und Italy liegt hier. Aber was sind denn das, um Gottes Willen, für Linien, die da reingemacht haben?
das sieht doch sehr nach Regressionsgeraden aus. Aber wir hatten doch gesagt, wir haben nur eine Regressionsgerade. Warum haben die jetzt hier verschiedene Regressionsgeraden? Was jetzt passiert ist, dass das Hierarchical Linear Mixed Model jetzt bei Minute 55 noch seinen vollen Schub entwickelt, indem wir jetzt also sagen, und jetzt haben wir quasi gleich die Situation wiederhergestellt, die wir uns am Anfang mit Post und Telekom schon mal von Hand gebaut hatten. Da hatte jemand schon mal für jede Firma extra, also für jede Level 2 Einheit eine extra Regressionsgerade reingebaut. Dann waren das aber drei getrennte Modelle. Wir machen jetzt innerhalb von einem Modell, erlauben wir gleich, dass auch diese Steigungen einfach variieren. Wir führen also random Slopes ein. Wir werden jetzt gleich sagen, ja, es gibt eine so eine mittlere Slope für alle Daten, aber die darf auch wiederum abweichen, je nachdem, aus welcher Level 2 Einheit du kommst. Ja? Das heißt, in diesem Beispiel, es darf in jedem Land, ich sage bewusst, es darf, weil ich das dem Modell jetzt erstmal erlaube, das zu probieren. Ich erlaube dem Modell, ich gebe dem Modell jetzt einen Freiheitsgrad mehr gleich. Ich gebe dem Modell einen Parameter, der ihm erlaubt, pro Land unterschiedliche Regressionsgeraden zu modellieren, anzupassen. Ja? Wie geht es denn? Wie macht man denn sowas? Es ist also oft sinnvoller, auch eine Random Slope anzunehmen. Bis jetzt hatten wir nur Random Intercepts und es wurde nur eine Steigung, deshalb ein anderer Name auch manchmal fixed, das ist nochmal eine andere Lesart für den Begriff fixed, dass man sagt, nicht die Levels sind unbedingt fixed, sondern es gibt auch nur einen Schätzer für alle Daten als fixed konzipierte Regressoren. Das ist oft eine sehr strikte Annahme. In der ANCOVA haben wir das auch gesehen. In ANCOVA hatten wir auch gesagt, da durften sich quasi die Gruppen unterscheiden. Das war das, was uns in der ANCOVA interessiert hat. Dann hatten wir aber eine Kovariate und die hat nur eine Fixed Slope bekommen. Gleiche Idee. Realistisch ist es nicht unbedingt, dass dies der Fall ist. Kurz gesagt ist es nämlich in der Praxis schon oft so, dass wir sagen, die Level 2 Einheit wie Schulklasse, Familie unterscheiden sich nicht nur im Mittel, sondern eben auch in der Art, wie stark eine Manipulation, ein Regressor wirkt oder wie stark er mit dem Kriterium zusammenhängt. Teilweise mag das schon darin begründet liegen, wenn man sich zum Beispiel Leistung vorstellt. Wir wollen Leistung modellieren. Dann ist es so, dass bei schon sehr oben im Leistungsspektrum liegenden Individuen eine zusätzliche Variable, die ich jetzt modellieren möchte, ein zusätzlicher Regressor, nicht mehr viel auswirken kann. Individuen, die also oben hier, ich nehme mal mein Bild einfach, die oben in einem Leistungsspektrum liegen, ja, wo sollen die noch hinsteigen? Leute, die unten liegen, die hätten eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel hier auf X, du machst als Regression Amount of Training oder sowas, die bekommen haben, oder auch Ausbildung von mir aus, ja, die haben viel Möglichkeit zu steigen. Das heißt, wo du im Mittel liegst, also der Intercept, der Random Intercept einer Schulklasse zum Beispiel, der kann eben sehr wohl tatsächlich was zu tun haben mit, wie viel Steigung da noch sein kann. Ja? Also wäre es erstmal gut, Random Slopes zuzulassen, damit Level 2 Einheiten unterschiedliche Steigungen haben dürfen und dann auch womöglich noch zu betrachten, was haben diese Intercepts und diese Slopes miteinander zu tun. Wie können wir das ins Modell einbauen und gewinnen wir dadurch irgendwas? Das ist die spannendere Frage, gewinnen wir eigentlich was? Wir werden also später in der Praxis oft vergleichen, wird das Modell besser, wenn ich so einen Random Intercept dazu nehme, wird das Modell besser, wenn ich einen Random Slope dazu nehme? Bringt mir das was? Unsere Mehrebenendarstellung, die wir vorher gewählt hatten, die wird jetzt also nochmal ein bisschen komplizierter. Lassen Sie uns kurz zuerst hier hinschauen. Wir reißen jetzt gleich die Stundenmarke im Video, aber das passt. Es wird wieder vielleicht 1,15 heute gehen, aber dann ist es eben alles in einem Video drin, was Sie in Häppchen natürlich gerne schauen können. Hier in dieser Gleichung steckt also jetzt unser Random Intercept drin. Da hatten wir gesagt, den kann ich auf einer Ebene schreiben, sozusagen nochmal, ich kann sagen, der Intercept jeder Level 2 Einheit ergibt sich aus einem Fixed Intercept, aber eben auch einem random additiven Term, der dazu kommt, im Laufindex J. Und jetzt neu eigentlich ist nur dieses, was hier in Rot ist, dass diese Slope
Beta 1, die wir bisher geschätzt haben für unseren Regressor oder X, der uns wirklich interessiert, der bekommt jetzt einen Laufindex J, also der darf jetzt variieren pro Level 2 Einheit. Und wie geht das? Das geht natürlich genauso, dass ich sage, die Slope, die ich in einer Level 2 Einheit, zum Beispiel in einer Familie betrachte, finde, die ergibt sich aus tatsächlich einer Fixed Slope, die für alle Datenpunkte geschätzt wird, aber eben auch additiv einem Random Term, den nennen wir U1. Dieses U1 heißt also, das ist der Random-Anteil vom Beta 1. So wie die hier oben U0 heißt, das war der Random-Anteil vom Beta 0. U ist letztlich Unknown. Da drückt man aus mit der Wahl, dass man es U nennt, drückt man schon mal aus für die Leserin, für den Leser, für euch, dass es um eine unbekannte, um eine Zufallsvariable geht, die man letztlich irgendwie schätzen muss. Also mal wissen, sie sollen um 0 verteilt sein, aber sie bringen eben diese unbekannte Varianz mit. So, und dann kann ich das eben aber auch in einer Gleichung hier unten schreiben. Ich kann sagen, ich habe einen Fixed Intercept, ich habe einen Fixed Slope, ich habe einen Random Intercept U0J und ich habe einen Random Slope U1J mal den Regressor. Und das kann ich jetzt noch zusammenziehen. Ich hoffe, das mache ich jetzt hier oben. Hier ist nochmal die Gleichung, die wir gerade hatten. Additiv alle Terme, die Fixterme, die Randomterme und dann immer noch den irreduziblen Fehler, den ich eben trotzdem mache. Aber schöner ist, wenn man es zusammenzieht, nur durch leichte Umstellung und Ausmultiplikation sozusagen. Hier seht ihr das. Das Spannende passiert hier mit dem X. Dieser Term, ich habe hier oben zwei Terme, wo X eine Rolle spielt. Der hier. Und der hier. Und das ziehe ich mir natürlich auch so zusammen, dass ich sage, eigentlich habe ich also einen. Man nennt das zusammen dann den Random Intercept üblicherweise und das zusammen den Random Slope, weil es immer ein Fixed Slope plus ein Random Anteil ist. Und nachdem ich das zusammengesetzt habe, multipliziere ich es dann mit dem jeweiligen Regressorwert. Ja? Fixed Random, da steht es nochmal. So. Kurz noch hässlich bisschen oder für manche cool, für manche eher jetzt abschreckend, wenn man das formell aufschreibt, was wir da eigentlich machen, dann muss man sagen, wir haben jetzt zwei Random-Terme. Insgesamt haben wir drei Random-Terme, wenn man so will. Wir haben immer noch die Fehlervarianz, das können wir schnell erzählt, das ist ja immer noch gleich geblieben. Wir haben immer noch für jedes Individuum aus jeder Level 2 Einheit oder für jede Unit of Observation auf ihrem Level 2 einen normal verteilten Fehler rund um 0 mit Sigma Quadrat, unbekannte Varianz, Fehlervarianz. Schön. So, das nehmen wir an. Wir haben jetzt aber neu im Angebot nicht nur einen random verteilten, eine zufallsverteilte Intercept-Variable, die hatten wir vorher schon, U0J, sondern wir haben auch U1J. Und die sind jetzt sozusagen multivariat normal verteilt. Also die sind normal verteilt rund um 0, aber mit einer ganzen Varianz-Kovarianz-Matrix. Zwei Varianzen, die Intercept-Varianz tau 0,0, deshalb heißt die auch 0,0, weil das sozusagen die, also dieses 0,0 braucht man nur, weil man jetzt auch gleich hier noch Kovarianzen letztlich hat. Man hat die Varianz des Intercepts, man hat die Varianz dieser Slope-Steigung, also diese individuellen Steigungen, die können auch eine Varianz haben. Es könnte sein, also wenn man das gleich modelliert, könnte ja ein Fall eintreten, dass eben jede Level-2-Einheit doch die gleiche Steigung letztlich hat oder mehr oder weniger, plus minus ein bisschen Rauschen. Dann heißt es, ich kriege kaum Streuung. Ja, dann wird dieser Tau 1,1, das wird ein ganz kleiner Wert sein, die werden rund um den Fixed-Wert, werden diese Geraden kaum streuen. Ja. Oder der könnte ziemlich groß sein, das heißt, die Leute, oder die Level-2-Einheiten könnten ziemlich unterschiedliche Streuungen, Steigungen haben. Oh, ich plaudere zu viel, Verzeihung. Also, zwei unbekannte Varianzen für die Intercepts und für die Slopes und leider halt jetzt auch noch die Möglichkeit, dass die korreliert sind. Muss nicht sein, aber die Möglichkeit tritt jetzt auf, denn die entstammen ja denselben Level-2-Einheiten, J, ja. Und dadurch kann es jetzt hier also auch noch Varianz geben. Schon nochmal wichtig, sich das klar zu machen, diese Random-Terme haben nichts mit I zu tun, sondern die sind pro J, also pro Level-2-Einheit. Wenn ich also
40 Schulen gemessen habe in meiner PISA-Studie hier oder in meinem Schleswig-Holsteiner Teil der PISA-Studie, habe ich 40 Studien erhoben, dann habe ich nur 40 Werte, für die ich irgendwie gemeinsam so eine Varianz schätzen muss. Ja? Daran sehen Sie auch schon eine wichtige Beschränkung, die erwähne ich gleich mal, bevor ich es vergesse. Wenn Sie nur 3 Schulen gemessen hätten, ist dieses Prozedere hier ein bisschen schwierig. Mit 3 Punkten sozusagen eine unbekannte Varianz zu schätzen, wird schwierig. Da werden Sie besser damit fahren, diese 3 Level 2 Einheiten, die Sie haben, zum Beispiel diese 3 Schulen oder auch diese 3 Firmen, als Fixed Effect im Modell, sprich als Dummy-Variable einfach zu kodieren, zu sagen, na gut, diese 3 Schulen, die kodiere ich mit 2 Dummy-Regressoren. Dann haben Sie diese Komplikation nicht, dann machen Sie nicht diese komplizierte Annahme eines Random Terms, sondern haben einfach eine zusätzliche Varianzquelle im Modell, aber fixed, ja, und haben das Problem nicht. Aber Sie können dann auch nicht sagen, Sie haben für alle Schulen gesprochen. Hier ist natürlich die Idee zu sagen, ich habe Schule oder was immer meine Level 2 Einheit ist wirklich konzipiert als Zufallsvariable und was immer dieses Modell produziert, soll damit auch Geltung haben für Schulen allgemein sozusagen. Ja. Was immer noch an Schulen so kommt, ich glaube, das schon gut modelliert zu haben hier durch diesen Random Term. Ja. Diese Korrelation, das hatte ich vorher schon gesagt, die, als ich das erklärt hatte, mit zum Beispiel Leuten mit großem Intercept haben wenig Chance, noch viel Slope zu produzieren, während eine Gruppe, die irgendwie hier sitzt, hat noch viel Möglichkeit, Slope zu produzieren. Deshalb ist diese Annahme dieser Korreliertheit von Slope-Random-Prozessen und Intercept-Random-Prozessen durchaus plausibel. Also, am Hautkrebsbeispiel, so ein bisschen zur Abrundung noch, können wir uns das nochmal anschauen. Wir hatten ein Modell vorhin, sagen wir mal ein erstes Modell, das hatte ich Random-Intercept-Modell genannt. Da hatten wir gesagt, wir modellieren die Anzahl der Hautkrebstoten durch die UV-Strahlung und die Nation. Und wir haben ein zweites Modell, wo wir quasi die Anzahl Hautkrebstote durch UV-Strahlung und Nation Intercept vorhersagen. Aber sehen Sie, wie vor dem Strich hier jetzt nicht nur eine 1 steht für mach mal einen random Intercept da draus, sondern da steht, da könnte auch stehen 1 plus UVB. Das kann man dann sogar weglassen. Das heißt auf jeden Fall, nimm nicht nur einen random Intercept für Nation, sondern erlaub auch random Slopes. Das heißt, der Zusammenhang letztlich zwischen UV-Strahlung und Toten darf variieren, soll variieren, abhängig von der Nation. Ja. Und das kann man dann noch übertreiben. Man kann sogar sagen, das geht in R, man kann sagen, ich mache das hier letztlich geschachtelt. Ich habe mehrere Ebenen. Ich habe nicht nur eine Level-2-Ebene, sondern ich habe da drüber, also hier ist es jetzt eigentlich so, dass die Level-2-Ebene County ist, also Landkreis. Dann habe ich Regionen, also was weiß ich, Umbrien, Toskana, Württemberg oder sowas, Baden-Württemberg wahrscheinlich, und Nationen, also Deutschland, Italien, Frankreich. Ja. Und die stehen alle in einer nested Beziehung zueinander, also alle Counties sind Teil von einer Region, sind Teil von einem Land und das kann ich dann hier darüber mit diesen Punkten ausdrücken. Das habe ich nur deshalb mal gemacht, weil in dem Paper original das echt so gemacht wurde. Die haben es, glaube ich, tatsächlich so modelliert, wenn ich es richtig weiß. Und ich kann dann per Modellvergleich, und damit höre ich heute eigentlich auch auf, kann ich dann fragen, was ist eigentlich hier, genau, das ist eigentlich schon unser letztes Slide, welches Modell ist jetzt besser? Ich habe ja quasi, das werden Sie sofort sehen, jetzt unterschiedlich komplizierte Modelle, oder? Ich habe einmal, was hier oben Random Intercept Modell heißt, eine fixe Steigung für die UV-Strahlung und die darf nur pro Land rauf und runter gleiten. Dann habe ich ein Modell, wo ich sage, die Länder dürfen auch unterschiedliche Steigungen für die UV-Strahlung haben. Und dann noch dieses Overkill-Modell, wo ich in jeder Nation, in jeder Region, in jedem County eine eigene Steigung haben darf. Und jede Region darf auch noch auf einem unterschiedlichen Niveau sitzen und jeder Landkreis auch noch. Das sind diese 2 Intercepts da hinten. Was passiert im Modellvergleich? Das stelle ich an Sie, die Frage. Diese Frage können Sie beantworten. Sie haben hier AKIKE-Informationskriterien. Sie haben hier auch nochmal die Freiheitsgrade des Modells, also sozusagen wie viele Parameter hatte das Modell selber. Und da sieht man sofort, natürlich wird das Modell
komplizierter. Da bauen wir jeweils was an das Modell. Wir können auch Deutsch miteinander sprechen und können sagen, der Raum, den die Regressoren aufspannen, der hat letztlich mehr Dimensionen. Das sind ja mehr Regressoren, die da verwendet werden. Mit diesen Random Terms vor allem wird das Ganze schon ganz schön komplizierter. Und dadurch kann es aber die Daten auch besser abbilden, aber zahlt sich das aus? Das müssen Sie mir jetzt sagen, indem Sie dieses AKI-Kriterium hier nochmal betrachten und sich nochmal klar machen, was AKI eigentlich für uns tut. Das soll es für heute gewesen sein. Sie haben hier nochmal eine schöne Visualisierung, die mal jemand programmiert hat, wo man ganz schön eine schöne Web-Applikation, wo man schnell sieht, was die Grundidee nochmal ist. Statt eine Stunde in 10 Sie hier zu malträtieren und mit Formeln haben Sie das hier grafisch in letztlich 2-3 Schritten nochmal ganz schön gezeigt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie, nachdem Sie das mal ein bisschen verdaut und überlebt haben, noch viel Freude an der Idee der hierarchisch-linearen Modelle finden werden. Bis dann. Tschüss.